Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben unsere Diamanten mitgebracht und jetzt müssen wir hier nochmal alles ausräumen, was natürlich nicht geht. Wir haben ja noch ein paar Fischis, die sollten wir auf jeden Fall so schnell wie möglich ins Trockene, ins Nasse bringen. Nicht ins Trockene, das wäre es ja. So, ach guck mal, die Mingpflanze ist fertig. Vielleicht da irgendwas Inventar voll, okay. Könnte da etwas rausholen. Bringen wir aber erstmal das hier dahin, wo es hingehört. Einen Diamanten behalten wir. Wir haben auch eine Menge Lithium mitgenommen. Alter Schwede. Oh, das freut mich. Und Magnetit. Oh, wir haben alles, was wir brauchen. Oh, ist das schön. So. Hier kommt dann der Kram hin. Das Essbare ist schon verrottet, verfault. Ja, gut. Ja. Kann ich die ins Wasser werfen und dann leben sie wieder? Ich fürchte nicht. Nein. Naja, wenigstens die zwei Fischis gerettet. Und der Rest kommt. Moment! Hier rein. Ich frage mich, wie lange das hält. Ja, cool. Haben wir da ein paar Fischis jetzt. So. Ja, ich habe da jetzt noch mehr Samen rausbekommen, also. Okay, versuchen wir was anderes anzupflanzen. Das war schön. Geisterkraut. Ah, das passt da. Ach, das passt da einfach nur nicht hin. Ja gut, dann gib mal das hier her. Ich weiß nicht, ob man das essen kann. Kann man das essen? Nö. Weiß nicht, wozu ich das Geisterkraut brauche. Aber das werden wir auch noch anpflanzen draußen. Und daher, was soll's. So. Diamant, Titan, Blei. Okay. Blei und Titan. So. Ach, ein Computerchip brauche ich auch noch. Ach Gott. Tischkorallenprobe, Gold und Kupferdraht. Zweimal Kupfer. Okay, das ist Gold. Ich habe nur zwei Kupfer. Oh Gott. Müssen wir bald mal Kupfer sammeln gehen. Oh. Oh, noch ein Kupfer. Es. Glück gehabt. Okay. Kupferdraht haben wir. Wir brauchen jetzt Computerchip, ne? Tischkorallenprobe. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ah, doch, habe ich. Okay. So. Kaboom. So, Feldmesser, Thermaklinge, kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Das ist richtig gut. Brauchen wir nur eine Batterie? Eine Batterie haben wir. Wir haben mehr als genug Batterien. Halt, was soll das hier, hä? Das gehört da nicht rein. So, jetzt können wir sofort essen. Okay. Mit hoher Kapazität. Die Leichtbauweise ermöglicht eine größere Beweglichkeit. Die brauche ich nicht. Das brauche ich. Viermal Lithium. 1, 2, 3, 4. So, dann die Tauchflasche. Heilige Scheiße, wie viel sind. Wie viel sind das in Minuten? Alter, 4 Minuten. 4 Minuten können wir jetzt unten bleiben. So.
ultraleitfähige Schwimmflossen. Das stromlinienförmige Design erhöht die Schwimmgeschwindigkeit deutlich verglichen mit den normalen Schwimmflossen. Okay, Silikongummi, das ist easy. Zweimal Silikongummi, ich glaube, Silikongummi haben wir sogar noch zweimal, ne? Ja. Easy. So, Titan und Lithium. Lithium. Titan. Schwimmflossen. So. Schubkanone. Ich habe keine Schubkanone. Zyklopmodule. Stufe 2, Stufe 3 habe ich alles schon. Und Krebs. Naja, gut. Jetzt sind wir ausgestattet, würde ich sagen. Not bad. Unsere neuen Schwimmflossen. Sind doch nicht mehr so klobig, ne? This is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Seek fluid intake. Okay. Die Frage ist, wollen wir da jetzt hin? Können wir da hin? Ich sehe hier nichts davon, so Radar. Ich habe keine Ahnung, wir sind auf dem Weg. Wir werden nach Hause bringen. Ende, was soll ich sagen? Ja, es sieht nicht gut aus, aber die Alternativen sind noch nicht besser. Nö. Apropos. Was mit diesem Aerogel? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. Vital signs stabilizing. Alter, dass ich jedes Mal in dieser Ecke hängen bleibe. So ein bisschen nervig. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich glaube, ich habe das zu googeln. Oder mir fehlt das Material dazu. Es ist hier nicht mit aufgelistet, ey. Benzolöl. Auch dieses Wasserzeug. Aerogel. Okay, seid live dabei, wie ich cheate. Okay, wir müssen diesen Gelsack finden. Ich weiß in etwa jetzt, wie er aussieht. Und ich glaube, ich weiß, was es ist. Unser Schiff haben wir nicht hier zufällig geparkt, oder? Ja, gut. Es wird Zeit aufzubrechen, Leute. Ich brauche diesen Scheiß Zeug, den ins Kirchen ziehe. Ist aber nichts drin, ne? Das hört sich nämlich schon so an, dieses Aerogel. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ich habe immer als Kind Aero gesagt, deswegen werde ich höchstwahrscheinlich nie was anderes sagen. Moment, ich habe eine Idee. Arrow. Arrow, okay, Arrow. Okay, weiß ich Bescheid, Spiel. Danke, Arrow. Okay, wir brauchen Arrowgel. Das ist immer das Problem, wenn man als Kind etwas zu häufig sagt, speichert das Gehirn das halt als richtig ab. Ich denke, das kennt ihr auch. Dass ihr mit einem Freund gequatscht habt und er meinte, wie sprichst du die Scheiße denn aus? Das heißt so und so. Okay, wir müssen auf jeden Fall Richtung zu Hause. Und zwar da, wo die Blubberblasen rauskommen. Ich glaube, das ist das Ding. Wenn wir das haben, haben wir auch keine Wasserprobleme mehr.
wir das jetzt einfach nur geklärt haben. Dafür müssen wir hier in diesen Bereich. Das war ein harter Knall. So. Mr. Blubberblasentypi, wo bist du? Ach, guck mal, da sammelt er seinen Müll. Ich bin nur hier, um eure Zähne einzusammeln. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauchen werde. Aber die sind so selten, dass ich die mitnehme. Da. Sind die das? Zirnkoralle. Ich glaube nicht, dass mich das voranbringt. Okay. Steck fest. Danke, ihr Wichser, habt mich hier reingeschleudert. Ja. Was? Frachtraum muss zuerst entleert werden? Oh. War mir eine Freundin, Seemotte, aber... Naja, weiß Bescheid, nicht so hält auf ewig. Lassen wir die Seemotte da. Passt schon. Ach, guck mal, hier war noch ein Stück Seegleiter. Ich habe jetzt eine Feuerklinge, mein Freund. Ja, ist kacke, ne? Ja. Na komm, die machen mir nichts mehr. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja, ich hätte schwören können, dass das war, aber naja. Dann müssen wir in Höhlen jetzt suchen. Weil für mich sieht das aus, als wäre das irgendein Höhlengeschöpf. Als würde es an irgendwelchen Wänden rumkräuchen. Aber erstmal gehen wir zu Hause und machen uns eine neue Seemotte. Ja, das Leben ist unfair. Ich weiß. Hier in diesem Biom würde ich es vermuten. Also am ehesten. Vielleicht nutze ich auch meine neue Macht des auf ewig unter Wasser bleibens. Um einfach mal irgendwo runter zu kriechen. Zu gucken. Du vielleicht? Nee. Aber einen Samen kann ich behalten. Müssen wir halt ein bisschen scannen. Rotschirm. Den Scheiß. Können hier auf jeden Fall alles anpflanzen. Au. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Steinlaus. Okay. Ist vielleicht das hier? Nein. Ohne dieses Gel kommen wir nicht weiter, Leute. Wie lange das dauert, bis wir
das Leben auf den Sauerstoff aufgesaugt haben. So, hier geht es ja an diesen besonderen Ort. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Bioreaktor. Na gut, kennen wir schon. Hier waren wir gerade, ne? Ja. Vielleicht dieses fluoreszierende komische Zeug hier? Nö. Ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir hier unten mal gesehen. Ich glaube, hier wären wir auch nicht fündig. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Und ich will hier auch ehrlich gesagt nicht lange bleiben. Ja, ja, ja. Nach Hause. Müssen wir halt nochmal sterben. Vielleicht an den Dingern? Wickelpapyrus. Auch nur eine Pflanze bekommen. Okay, da finde ich das Zeug. Rotschirm. Nee. Kann ich alles nicht essen, ne? Bringt mir alles nichts. Das gerade? Säurepilz. Ja, schade. Na gut. Hans Dieter. Für immer verschollen. Vielleicht werden wir ihn eines Tages erlösen. So ein Mist. So, was brauche ich nochmal für den ganzen Schissel? So, Zyklop könnten wir eigentlich auch langsam in Angriff nehmen, ne? Zyklop. Aerogel. Aber emailliertes Glas ist easy. Diamant haben wir auch. Wir haben eigentlich alles bis auf das Aerogel. So, Glas, Schmierstoff, Energiezelle. Ja, ärgerlich, dass wir Hans-Dieter verloren haben. Naja. Welcome aboard, Captain. Na gut, packen wir die Probe mal hier rein und dann freuen wir uns unseres Lebens. Damit können wir unseren Bioreaktor halt befüllen, ne? Also von daher ist das... Ist das ja nicht ganz verkehrt.
Okay, Schmierstoff haben wir noch. Wir können ein Glas herstellen, das wird uns aber nicht reichen. Nö. Das wird nicht reichen. Okay, gehen wir noch mal kurz auf die Suche, bevor wir sterben. Ich bräuchte nur ein bisschen Kristall. Aber mit dem Sauerstoff, das ich jetzt hier habe, kann ich mich jetzt hier überall in Ruhe umsehen, ne? Das ist richtig toll. Ja, der einfach rausgesprungen kommt. Okay, wir haben alles zusammen. Mehr brauchen wir nicht. Ich möchte das so schnell wie möglich zu Ende bringen, weil wir gleich sterben werden. Leider, leider, leider. Na, ich würde sagen, wir werden einfach mal losziehen und dann gucken wir, was wir hier noch finden. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Interessiert mich doch nicht. Es wird erkundet. Yeah. Wir müssen die Batterie eh gleich nochmal aufladen. Also von daher. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Vielleicht finden wir auch schon besagtes komisches Zeug. Vielleicht ist das das leuchtende Ding hier. Ach, das ist bestimmt wegen Wasser, oder? Woher habe ich jetzt den Gelsack? Ach, das ist die Hitze. Von dem Typen. Okay. Das kann sein. Okay, einen Gelsack haben wir. Oh Gott, ich bin so langsam. Schnell in Sicherheit bringen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht den Typen streicheln und gucken, was passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Gelsack von dem stammt. Leute, verzieht euch doch nicht. Noch ein Gelsack. Okay, den lassen wir mal da liegen. Ist auch interessant, dass man hier Gelsäcke findet. Ja gut, damit wäre dieses Problem gelöst. Ja, ist gut. Willst du dich etwa mit mir anlegen, ja? Komm, ich scanne dich. Fand er nicht so cool. Was soll ich sagen? Ist halt so. So. Wir müssen auf jeden Fall demnächst nochmal zur Insel zurück und diese S-Bahn-Zeugs-Ding jetzt gehe ich ins Mitnehmen. Okay, Gelsack. Ich wollte den Gelsack organisieren. Und ich wollte das Ding ins Kirchens bauen. Bauen wir erstmal das Ding ins Kirchens, so können wir nämlich direkt dahin schwimmen. Achso, nee, das war ja hier. So, wir brauchten das. Wir brauchten. Oh, ich habe noch emuliertes Glas hier. Glas? Ja, super, weißt du, ich habe. Oh, umsonst habe ich das Zeug geholt. Was haben wir noch gebraucht? Blei? Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber ich nehme Titan noch mit.
finde es schön, dass der leuchtet. Ah ne, das war mein Licht. Okay, Energiezelle Titanbarren. Okay. Ein Titanbarren haben wir ja noch hier. Da müssen wir halt gucken wegen... Energiezelle. Silikongummi und zwei Batterien. Das ist ja easy. Muss die Batterien eh langsam loswerden. Was war das? Batterie und... Also die Kongummi. Das habe ich übrigens gesehen. Achso, das habe ich mitgenommen. Ha. Alles in Ordnung. Aber die hier nehmen wir natürlich wieder mit. So, eine Energiezelle. Ach Gott, ich bin so blöd, Leute. Was hat noch gefehlt? Was hat noch gefehlt? Was hat noch gefehlt? Titanbahn haben wir mitgenommen. Ich glaube, das war das, ne? Dass ich mir das nicht merken kann. Gott. Ja, jeder Mensch hat seine Schwachstellen. Ich kann mir einfach nichts kurzzeitig merken, nur langfristig. So. Ach, guck mal, da ist Hans-Dieter. Der wird für immer da ein Punkt im Wasser bleiben. Arme Siebenmütte, arme Siebenmütte. Naja, machen wir ein Kraftwerk fertig, würde ich sagen, ne? So. Natürlich müssen wir erstmal noch hier hin. So. Hans. Dieter. So. Na gut, dann müssen wir auch andere Farben wählen. Wir machen ihn dieses Mal... Wir machen ihn schwarz. Schwarz und ein schönes Blau. So. Und dann Streifen. Auch in einem Blau. So. Hans-Dieter der Zweite ist einsatzbereit. So, für immer Wasser, Leute, für immer Wasser. Dann müssen wir uns nur noch um das Essen kümmern und dann sind wir glücklich. So. Wir haben ja zwei Diamanten. Ich glaube, Diamanten wäre noch das Problem, ne? Rubine, meine ich. Rubine wären noch Problematik. Und unseren Gelsack. Haben wir den jetzt hingetan? Haben wir den hier irgendwie reingetan? Da haben wir ihn doch. Moment. Wir können den essen. Wartet mal ein Zückchen. Mir ist da was eingefallen. Für außen brauchen wir innen, 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 außen. Pflanzt er sich weiter fort, oder? Weiß es nicht.
Wir packen den einmal dahin, gucken, wie er sich verhält. Wir haben ja glücklicherweise noch einen. Den nehmen wir mit. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, der vermehrt sich. Also, ich dachte, keine Ahnung. Was bringt das denn einzupflanzen? Das empfinde ich jetzt sehr seltsam. Ja, cool, der andere Sack ist weg. Oh, guck mal da. Hallo, Kleiner. Ich mach dich kaputt, Junge. Und jetzt esse ich dich. Schön wär's. Hallo, Mr. kleiner Glühwürmchen. Dich kenne ich doch schon. Kann ich dich töten? Naja. Gelsack. Gelsack kam aber nicht von dir, oder? Huch. Ist ja durch mich durch. Wie kam der Gelsack zustande? Und wo finde ich mehr? Der Gelsack ist weg. Den wir einst gesehen haben. Ich glaube, so ein Ei haben wir noch nicht. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, das ist ein Rätsel, das wir uns für morgen aufbewahren. Vielleicht finden wir noch einen, das wäre echt schön. Also ich würde mich jedenfalls darüber freuen, einen zu finden. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Dann haben wir immer noch diesen einen. Und hoffen wir einfach mal, dass er sich irgendwie vermehrt. Ansonsten kann ich es irgendwie nicht vorstellen, wo man den in ein Beet reintun sollte. Vielleicht damit er nicht vergammelt oder so. Weiß es nicht. Oh, hier wird's warm. Gelsack. Ach, der ist in der Nähe von diesen vulkanischen Dingern. Okay. Das heißt, wenn wir so ein vulkanisches Ding sehen, ja, hier ist es auch ziemlich warm, dann ist in der Nähe davon höchstwahrscheinlich auch ein Gelsack. Okay. Aber ich hoffe immer noch, dass sich der eine vermehrt. Also, das wäre schön. Chill mal, Junge. Du kannst ja nicht mal richtig schwimmen. Weißt du, und greift mich an. Ich weiß, ich glaube, ich muss sammeln. Da gibt es so viele tolle Sachen. Aber gut, Freunde, wir sehen uns morgen. Wir sind eh voll. Haut rein, euer Zero. Tschüss.